Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe E-Sport-Community, die uns bei so später Stunde noch zuschaut. Jugend- und Sportkultur ändern sich, und heute gehören Video- und Computerspiele für sehr viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zum Alltag. E-Sport ist ein weltweites Phänomen, das mittlerweile Millionen von Menschen begeistert. Vor dieser Entwicklung können Politik und Sport entweder die Augen verschließen oder wir nehmen die Entwicklung als Realität an und versuchen, die positiven Aspekte zu fördern. Wir Grüne wollen die guten Rahmenbedingungen für den E-Sport in Deutschland schaffen. Kern unseres Antrages ist daher die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für E-Sport-Vereine. E-Sport-Vereine sollen die gleichen Vorteile haben wie andere Sportvereine, weniger Bürokratie gegenüber den Behörden, steuerliche Erleichterungen, Zugang zu kommunalen Räumen und vieles mehr. In meinem Wahlkreis Leipzig gibt es den bisher einzigen E-Sport-Verein, der gemeinnützig ist. Ich finde, mehr E-Sport-Vereine sollten von der Gemeinnützigkeit profitieren können. Deswegen wollen wir die Abgabenordnung ändern, denn der E-Sport bietet viele Vorteile. Menschen mit und ohne Behinderung können hier vergleichsweise einfach an den Wettkämpfen teilnehmen, wenn die Barrierefreiheit gegeben ist. Internationale Grenzen spielen dank dem Internet keine Rolle, und klassische Vereine, Sportvereine, können durch E-Sport neue Mitglieder gewinnen. Gleichzeitig sehen wir aber durchaus auch noch Gestaltungsbedarf im E-Sport. Zum Beispiel gibt es bisher noch kein einheitliches Anti-Doping-Regelwerk mit einem entsprechenden Doping-Kontrollsystem. Das muss dringend mit der Nationalen Doping-Agentur entwickelt werden. Außerdem ist der E-Sport sehr männlich geprägt. Auch da muss sich noch einiges ändern. Der E-Sport-Bund Deutschland hat letzte Woche einen Ethikkodex vorgelegt, den wir sehr begrüßen. Darin finden sich sehr sinnvolle Maßnahmen, die nun umgesetzt werden müssen. Wenn wir von Computerspielen reden, dürfen wir auch nicht verschweigen, dass es durchaus Suchtpotenzial gibt. Deswegen machen wir in unserem Antrag auch viele Vorschläge zur Prävention. Und gerade weil wir diese Risiken sehen, wollen wir E-Sport-Vereine fördern. Denn Vereine bieten eine soziale Struktur mit einem regelmäßigen Training. Und wenn wir medienkompetente Trainerinnen und Trainer ausbilden, dann sind auch Kinder und Jugendliche gut in E-Sport-Vereinen aufgehoben. Wir Grüne sagen aber auch ganz bewusst, und da entscheiden wir uns zum Beispiel vom Koalitionsvertrag, ob E-Sport Sport ist oder nicht, das hat nicht die Politik allein zu entscheiden. Denn Sport ist in Deutschland immer noch autonom. Der Deutsche Olympische Sportverband entscheidet also eigenständig, welche Verbände er aufnehmen will und welche nicht. Ich finde es schade, dass sich der DOSB letzte Woche sehr zurückhaltend zum E-Sport geäußert hat. Denn DOSB und ESBD können wechselseitig durchaus voneinander profitieren. Ich hoffe, dass der Dialog von beiden Verbänden trotzdem fortgesetzt wird. Die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag weitreichende Versprechungen zum Thema E-Sport gemacht. Wir Grüne fangen jetzt damit an, mit ganz konkreten Vorschlägen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Beratung jetzt im Plenum und auch im Sportausschuss. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Steininger, CDU-CSU-Fraktion.